Futuristisches Design, sportliche Linien und nachhaltig. So sieht das neue Konzeptfahrzeug des Autobauers Daimler aus, das am Montag auf der Technikmesse CES in Las Vegas vorgestellt wurde. Der Vision AVTR wurde in Zusammenarbeit mit den Machern des Science-Fiction-Films Avatar entwickelt und soll die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch, Maschine und Umwelt aufzeigen. Das neue Modell soll mit einer metallfreien Batterie auf Basis von Wasser betrieben werden, zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Entwickler geht. Bis ein solches System tatsächlich Realität wird, dürfte es laut Daimler noch um die 15 Jahre dauern. Bis 2039 will der Stuttgarter Konzern nur noch CO2-neutrale Autos produzieren. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Auch Technikhersteller Sony stellte in Las Vegas einen neuen Prototypen eines E-Autos vor. In dem Fahrzeug ist jede Menge Software wie Sensoren, Sicherheitstechnik sowie ein komplettes Entertainment-System verbaut. Bei ihren Produktionsplänen hielten sich die Japaner jedoch bedeckt. Toyota will in Zukunft Roboterfahrzeuge testen. Dafür soll extra eine Stadt als Testumgebung geschaffen werden. In der sogenannten Woven City sollen zunächst rund 2000 Menschen leben, unter anderem Toyota-Mitarbeiter mit ihren Familien, Ruheständler und Forscher. Die Grundsteinlegung ist für kommendes Jahr geplant.